Es geht los in Velocità della Luce. Und mein guter Vorsatz, hallo, liebe Aufruferin, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, lieber Kunde, lieber Feind. In Lichtgeschwindigkeit, Velocità della Luce. Heute am Donnerstag, dem Entscheidungshalbfinaltag, 28. Juni 2012. Und ich möchte hier mal was Gutes bringen. Wenngleich ich persönlicher Kritik immer gut finde, auch sozusagen Kritik, die mit negativen Werten daherkommt, soll ja zielführend der ganzen Sache zum Gelingen verhelfen. Und ohne Betrachtung der negativen Angelegenheiten wird man sich auch nicht vor wirklich schlimmen Zukunftsentwicklungen schützen können. Insofern erstmal Folgendes. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Deutschland und auch in Köln mit Mike Love und so weiter. Gut, mein Thema Europa. Das war 2 Minuten Vorlauf, wie immer. Ich brauche Zeit, warm zu werden. Habe eigentlich hier schon für die Einweihung des englischen Fliegerdenkmals in London die staatstragende Königshaustracht an. Meine kostbaren handgenähten Kleidungsstücke. Neue Zürcher Zeitung gestern hat nämlich etwas zum Thema Europa, das haben die immer, auch deshalb, weil ja die stabile Schweizer Währung einen unglaublichen Aufwertungsprozess gegenüber den Zielländern der Schweizer Exporte in Europa haben, sodass die Schweizer Produkte im Außenhandel viel zu teuer werden. Das heißt, der hohe Wert des Schweizer Franken macht die Schweizer Produktion fast unverkäuflich. Das wäre auch der Fall, wenn Deutschland weiterhin die eigene Niedrigzinsschuldfinanzierung gerne hinnimmt, auf der anderen Seite die Höchstzinsbelastungen der europäischen Partner, die die deutschen Produkte kaufen können, unter dem Aspekt, dass Deutschland nicht aus dem Euro austrete, sondern rausgeschmissen würde, eine eigene D-Mark hätte und der deutschen Wirtschaft würde Ähnliches blühen wie dem Schweizer Franken. Sie wäre sofort 40% teurer, die deutsche D-Mark, als der alte Euro. Und je nachdem, was da mit dem alten Euro würde und so weiter. Also das ist gar keine Alternative. Wir müssen uns Gedanken machen. Und deshalb kann man zu diesen Fragen bei der Schweiz lernen, denn die Schweiz hat dieses Aufwertungsdrama und Exportproblem ja schon lange. Und da habe ich hier gestern einen Artikel gefunden, den ich in meiner Lichtgeschwindigkeit nicht unterbringen konnte, weil es ja immer auch viel zu viel Neue Zürcher Zeitung, das ist die deutschsprachige internationale Ausgabe, hier Neue Zürcher Zeitung von Mittwoch, dem 27. Juli und auf Seite 19 unter Meinung und Debatte heißt es hier dann Überschriften: Freihändige Verwaltung. Die Verfehlungen in der Berner Steuerzentrale belegen, dass die Bundesverwaltung strikter kontrolliert werden muss. Das Parlament ist gefordert. Also, die Basis Bern
beschwert sich darüber, dass die zentrale Bundesverwaltung, auch in Bern allerdings, der Hauptstadt der Schweiz, schlecht kontrolliert. Ja, das ist das, was wir immer haben. Die Zentrale ist der Sündenbock. Frau Merkel ist im Moment die Zentrale. Das soll dann verlagert werden nach Brüssel. Und dann sagt doch jeder Sizilianer, na klar, Paris ist schuld. Ja, das zentralstaatliche Problem der zentralistischen französischen Republik. Wir kennen es schon, deshalb Föderalismus ist das Stichwort. Aber hier, politischer Verrat an Europa. Ich bringe also hier einen Auszug aus dem Beitrag von Peter Bernholz, ist emeritierter, also im Ruhestand, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel. Und dann allerdings habe ich etwas ganz Tolles hier von Hans Küng. Das ist der Kumpel vom Benedikt dem 16. gewesen, Professor in Tübingen, katholischer Theologe, Philosoph, ein Schweizer, Hans Küng, ein genialer Typ, dessen Autobiografie hier auch zu diesem Thema ist, ganz wunderbar. Es dauert also ein bisschen Geduld, liebe Zuseher, es wird ganz, ganz, Dietzsche würde sagen, muggelig. Also, hier heißt es, politischer Verrat an Europa, den langfristigen Grundlagen für den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg Europas droht die politische Zerstörung. Es droht die politische Zerstörung. Dabei stände eine Alternative einer wirklich föderalen Ordnung mit ungestörtem Systemwettbewerb bereit. Noch wäre die Umkehr in Richtung einer begrenzten Zentralgewalt möglich, von Peter Bernholz. Und das ist genau das, was die Bundeskanzlerin Dr. Merkel heute gesagt hat, nämlich sie möchte sozusagen die Lösung der europäischen Finanzmisere finden in einem richtigen marktwirtschaftlichen Wettbewerb der europäischen Staaten untereinander als ein Wachstumsprojekt mit Blick auf den gesamten Weltmarkt. Klingt doch erstmal gut, wie weit das dann von den Leistungsschwächeren auch geleitet werden kann, wie weit das aus Sicht des Leistungsstarken natürlich eine tolle Devise ist. Ja? Deutschland gewinnt gegen Italien 9:0 heute und macht Vorschläge, wie Italien einen Elfmeter schießen könnte, sollte es bei 9:9 einen Elfmeter schießen geben, aber es gibt ja keinen. So, also dieser Art müssen wir immer Geschmacksprüfungen machen für die Vorschläge. Jedenfalls endet hier der Artikel, den ich nämlich nicht vorlesen will, sondern nur die Einleitung. Anfang des 15. Jahrhunderts schreibt die Neue Zürcher Zeitung Peter Bernholz am 27. Juni 2012 in der internationalen Ausgabe Seite 19. Anfang des 15. Jahrhunderts stand eine chinesische Flotte mit Schiffen, fünfmal so groß wie die der Portugiesen, die 100 Jahre später nach China kamen, vor der Ostküste Afrikas. China war Europa in allen Belangen voraus. Einige Jahrhunderte später hatte sich das Bild völlig geändert. Europa und seine Ableger hatten China wie alle übrigen Mächte wirtschaftlich und technisch weit hinter sich gelassen und beherrschten die Welt. Das war eine Folge des Systemwettbewerbs zwischen den europäischen Ländern um die Einrichtung und Nachahmung der besten Institutionen. Reichtum und ein langes Leben, sichere Eigentumsrechte, ein verlässliches Vertragsrecht, klare Rechtsordnung mit unabhängiger Rechtsprechung, nicht zu hohe Steuersätze, gute, aber zahlenmäßig begrenzte Regulierungen begünstigten Effizienz und Innovation. Politischer Verrat an Europa von Peter Bernholz, lesenswerter Artikel der Neuen Zürcher Zeitung gestern. Und zum Schluss hier föderale Ordnung. Die Politiker sind dabei, nicht nur unter kurzfristigem Verfassungsbruch Europa zu gefährden, sondern auch die langfristigen Grundlagen für den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg zu zerstören. Dabei steht durchaus die Alternative einer wirklich föderalen Ordnung mit ungestörtem Systemwettbewerb zur Wahl, wie ihn etwa die European Constitutional Group schon vor Jahren mit einem Verfassungsentwurf vorgelegt hat. Noch ist
eine Umkehr in Richtung einer Entwicklung mit stark begrenzter Zentralgewalt möglich, wenn sie auch durch die fehlerhaften Entscheidungen der letzten Jahre viel schwieriger geworden ist. So, Piraten, hier Position beziehen, klar machen zum Ändern. Hier stehen die guten Ideen und ich komme jetzt mit meinem Oberpiraten Hans Küng. Hans Küng, hier sogar persönlich gewidmet mit einer Signatur von Hans Küng. Erkämpfte Freiheit heißt das hier. Und ich möchte nur sagen, der Hans Küng lebt natürlich noch, was wunderbar ist. Ich grüße ihn herzlich, lieber Herr Küng. Dichten Sie, schwimmen Sie und im Winter, wenn es kalt ist, lassen Sie sich nicht vom Schwarm beißen. Ja, der Hans Küng, der schreibt hier, Leben aus einer Freiheitsgeschichte in seiner Autobiografie. So sah der aus. Er könnte in der italienischen Nationalmannschaft spielen, ne? Nein, der würde in der schweizerischen Nationalmannschaft spielen. Ja. Hans Küng hat dafür gesorgt, dass der Ratzinger die Professur in Tübingen bekam. Ja, Küng, gleichaltrig, aber schon der absolute Senkrechtstarter, war schon vor Ratzinger Professor in Tübingen. Aber mir juckt die Nase, das kann nur sein, dass ich hier die reine Wahrheit von mir gebe, beziehungsweise, das ist natürlich leicht, wenn man sich bei der Wahrheit anderer bedient. So. Man kann sich leicht einen antrinken, dann ist man in Stimmung und wenn man dann auf den Knopf drückt, ist man wieder nüchtern. So, also jetzt mit aller Nüchternheit. Die Schweiz. Eine freie, multikulturelle Gemeinschaft unter Wahrung der Identität der verschiedenen Volksgruppen, Sprachen, Kulturen und Konfessionen. Wir sind Patrioten, aber keine Nationalisten. Wir feiern unseren 1. August, den Gedenktag an die legendären Ereignisse von 1291, da gab es das Wort Deutschland noch gar nicht übrigens, entschuldigen Sie die Zwischenbemerkung, es juckt immer noch, es ist also auch wahr. Ohne nationalen Pomp und Prunk, ohne Defilé und Parade, doch immer werde ich gern an diesem Abend das Glockengeläut rund um unseren See hören und die Höhenfeuer auf den Bergen betrachten und dazu einiges Feuerwerk und rote Lampions mit dem Weißen Kreuz bei einfachem guten Essen mit St. Saporin oder Dole. Das ist Wein. Die Eidgenossenschaft ist eine Hausordnung, als solche vortrefflich, gibt auch Max Frisch zu. Aber warum ist vortrefflich nicht auch das, was Frisch leugnet, ein eidgenössisches Projekt durch Engagement an die eine Zukunft? Fragezeichen. Ein Vorbild für Europa? Fragezeichen. Der tschechische Freiheitskämpfer und Staatspräsident Václav Havel will bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz am 29. Juni 2001 unbedingt das Rütli besuchen. Warum? Nein, Mythen sind nicht künstlich zu konservieren, aber kritisch durchleuchtet in ihrer Potenz fruchtbar zu machen. Mythen der Freiheit zur Selbstbestimmung vor allem. Versteht man jetzt vielleicht besser meinen durchaus realistischen Stolz auf eine, trotz allen Versagens, gerade auch in dieser Zeit des Narzissmus und trotz aller immer wieder gegebenen Zwänge und Niederlagen, zutiefst prägende Freiheitsgeschichte? Ich komme nicht aus einer Tradition Schweizer Großbanken und Großbetriebe, die das Image der Schweiz durch allzu große Willfährigkeit gegenüber dem Nazi-Regime in Sachen Devisen und Rüstungsgüter im Ausland so sehr belasten werden und uns alle ins moralische Zwielicht rücken. Mit dem genannten Bericht der Genfer Historiker Berger werde ich mich später identifizieren können, nicht aber mit den tendenziösen, ja unseriösen Publikationen des Genfer Soziologen Jean Ziegler, die gerade mit ihren grotesken Verzeichnungen, als ob die Wirtschaftsbeziehungen den Krieg verlängert und die Schweizer Banken ihren Erfolg auf Hinterlassenschaften von Nazi-Opfern aufgebaut hätten, in Deutschland begierig gelesen werden. Ja,
Ich bin stets stolz darauf, ein Schweizer zu sein und warum man selbst im Jahre 2002 als Deutscher nicht darauf stolz sein darf, ein Deutscher zu sein, kann ich auch angesichts des katastrophalen Zivilisationsbruches in der deutschen Geschichte nicht verstehen. Stolz auf Deutschland zu sein, heißt ja nicht, ein stolzer Deutscher zu sein. Das lernen wir schon als Schüler von unserem Nationaldichter Gottfried Keller. Achte eines jeden Menschen Vaterland, das deine aber liebe. Ja, ich komme aus einer Tradition bürgerlichen Freiheitsbewusstseins und werde es nie verleugnen. Zu unserem nationalen Projekt und meinem schweizerischen Wesen gehört nun einmal eine fast instinktive Abneigung gegen alle Diktatur in Staat, Kirche und Gesellschaft. Gegen allen staatlichen Totalitarismus und kirchlichen Integralismus. Eine Widerständigkeit gegen die Anbetung auch kirchlicher Führer und die Vergötzung von Institutionen, ob Partei oder Kirche. Und ein Engagement, wenn es sein muss, gegen rechts oder links, für Demokratie, Föderalismus, Toleranz und die Freiheit und Würde des einzelnen Menschen und der kleineren Gemeinschaften. Und von daher ein Gefühl für Verantwortung mit Realitätsbezug, Bodenhaftung und Gemeinsinn. Hans Küng in seiner Autobiografie, Erkämpfte Freiheit, ein kleines Stückchen lese ich noch. Gemeinsinn ist für mich von Jugend auf symbolhaft verbunden mit dem Städtchen Sempach, direkt an unserem See, für alle Schweizer Ort der zweiten Freiheitsschlacht in einem langen Krieg gegen die Habsburger. Dort hat das Bauern- und Bürgerheer aus der Innerschweiz das stolze Ritterheer des Herzog Leopold III. Von Österreich am 9. Juli 1386 vernichtend geschlagen. Die mit kurzen Hellebarden und Morgensternen Bewaffneten kamen freilich zunächst nicht an gegen die gepanzerten Ritter, die mit ihren Langspeeren eine Front gebildet hatten, bis eben, so die Sage, erst die Zürcher Chronik von 1476 erwähnt die Heldentat eines Einzelnen, jener Arnold Winkelried aus dem Nidwaldischen Stans, sich entschloss, ein Bündel der Lanzen zu umgreifen und den Seinen eine Gasse zu bahnen. Ein Mann, der sich furchtlos und rückhaltlos einsetzt für die gemeinsame Sache. So, ich komme zum Ende. Karl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und Philosoph mit viel Schweizer Erfahrung, wird anlässlich der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises 1998, Heuss ist der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, in seiner Laudatio zu meiner Rechtfertigung oder vielleicht auch Entschuldigung erklären, Zitat, wer harte Gegensätze zu überwinden sucht, der wird bei deren Vertretern auch Widerspruch finden. Wenn Sie es mir erlauben, Herr Küng, sage ich, Ihre Rolle in der Debatte hat mich manchmal an Ihren Schweizer Landsmann Winkelried erinnert, der 1386 in der Schlacht von Sempach die Speere einer ihm gegenüberstehenden Ritterfront ergriff und in seiner Brust versammelte. So entstand eine Lücke in der Front und die Schweizer siegten. Meine Antwort war, Sie haben recht, lieber Karl Friedrich von Weizsäcker, mit dem Hinweis in Ihrer Laudatio auf Winkelried und die Schlacht von Sempach 1386. Ich wohne am Sempacher See, dem Schlachtfeld quasi gegenüber. Von Winkelried heißt es in der Schweiz, einer für alle, aber auch umgekehrt, alle für einen. Und auch das habe ich erfahren. Ja, das ist hier mein Beitrag zur föderalistischen Schweiz in der persönlichen Erinnerung der Autobiografie von Hans Küng, dem berühmten Gegenpapst zu Josef Ratzinger in Rom. Danke für den Aufruf hier und gute Fahrt.